Was würdet ihr von einem Gravity Falls Film halten? Ich meine, Gravity Falls gehört zu Disney und Disney liebt Geld. Also wäre es doch nur logisch, zu dieser beliebten Serie einen Film zu machen. Also wie könnte ein Gravity Falls Film aussehen? Zum einen können wir uns sicher sein, dass der Gravity Falls Film kein Cartoon wird, sondern eine Realverfilmung. Ob es nun passt oder nicht. Who am I? I'm Kim Possible. Und da Alex Hirsch wahrscheinlich nicht mal einen animierten Film machen würde, bräuchten wir auch einen neuen kreativen Kopf. Das ist eine schwierige Ausgangssituation, wenn ihr mich fragt. Aber gar kein Problem, wir machen das Beste daraus. Wer übernimmt also am besten Regie und Drehbuch? Spontan fällt mir J.J. Abrams ein. Abrams ist unter anderem für Sci-Fi-Filme wie Star Wars Episode 7, nun doch bald 9 und einige Star Trek-Filme bekannt. Aber große Aufmerksamkeit erhielt er für seine Mystery-Serie Lost. J.J. Abrams hat also Erfahrung mit übernatürlichen Stoffen. Dennoch finde ich, sollte er nicht alleine am Drehbuch arbeiten, da Gravity Falls sich doch schon ein wenig von Star Wars und Co. abhebt. Als zweiten Drehbuchautor würde ich daher Joss Whedon empfehlen. Bekannt ist er wohl vor allem durch die Arbeit an den ersten beiden Avengers-Filmen und an der Serie Firefly. Aber auch an Toy Story hat er mitgeschrieben und auch an der Mystery-Horror-Komödie The Cabin in the Woods. Nachdem wir jetzt die kreativen Köpfe haben, brauchen wir natürlich noch einen Cast. Welcher Schauspieler könnte also welche Rolle übernehmen? Als Dipper würde ich Gaten Matreso wählen. Bekannt ist er aus Stranger Things. Dort spielt er auch schon einen taktischen, intelligenten Jungen, welcher mit übernatürlichen Mächten zu tun hat. Dippers Crush würde ich von Madison Lynn spielen lassen. Sie ist vor allem aus der Serie The Walking Dead und Bosch bekannt. Ebenfalls bekannt aus The Walking Dead ist Brighton Shabrino, welche ich für die Rolle der Mabel vorschlagen würde. Übrigens sehe ich in der Rolle von Zeus niemand anderen als Kevin James. Er ist dafür vielleicht schon ein wenig zu alt, aber mit ein wenig CGI ist er für diese Nebenrolle sicher gut geeignet. Fehlen noch die Stans, welche natürlich von niemand anderen als Woody Harrelson gespielt werden. Und als neuen Antagonisten hätte ich gerne Daisy Ridley, welche vor allem als Rey aus Star Wars bekannt ist. Und wie ihre Rolle genau aussieht, denn worum soll es denn im Film überhaupt gehen? Dipper und Mabel haben ein paar Tage frei und haben beschlossen, diese Zeit zu nutzen, um ihre Freunde und Familie in Gravity Falls zu besuchen. Dort angekommen treffen sie in der Mystery Shack Stan, Ford und Zeus. Die fünf haben einen schönen Tag zusammen und am Abend erzählen Ford und Stan von all den Abenteuern und neuen Erkenntnissen, welche sie in der letzter Zeit gesammelt haben. Dipper fällt aber ein Detail in dieser Geschichte auf, welches ihm irgendwie nicht so recht passen will. Deshalb beschließt er, am nächsten Morgen seinen Verdacht zu untersuchen. Mabel bekommt natürlich mit, dass Dipper in den Wald geht und folgt ihm. Auf dem Weg treffen sie noch Randy und nach einer warmen Begrüßung erzählt Dipper ihr von seinem Plan. Zu dritt machen sie sich dann auf den Weg zur tiefsten Stelle des Waldes. Dort treffen sie auf eine Frau. Nennen wir sie der Einfachheit halber einfach mal Ray. Sie fragt, was die Kinder denn so tief im Wald machen. Und Dipper erzählt ihr alles und fragt sie nach Rat. Ray erwidert, dass sie von der Geschichte gehört habe und nur noch weiß, wer hier vor ihr steht. Und gratuliert allen zum Sieg gegen Bill. Sie nimmt die drei mit in ihr Haus und erzählt ihnen scheinbar alles, was sie wissen wollen. Sie bemerkt auch, dass Dipper Interesse an allem hat und beschließt sich dann den dreien anzuschließen. Auf dem Weg zu ihrem Ziel freundet sie sich immer mehr mit Dipper an und dieser verknallt sich ein wenig in Ray. Am Ziel angekommen, finden sie schließlich alle zusammen ein mächtiges Artefakt und wollen zurück zur Shack, um dieses zusammen mit Ford zu vernichten. Doch Ray hat andere Pläne und benutzt Dippers Emotionen für sich und manipuliert ihn. Sie versucht ihnen klarzumachen, dass man mit dem Artefakt so viel Gutes tun kann und sie dabei auch unbedingt seine Hilfe braucht. Dipper schlägt sich dann auf die Seite von Ray. Mabel und Randy fühlen sich verraten und sind niedergeschlagen. Ray nimmt Dipper derweil mit an einen magischen Ort, welcher sich exakt unter ihrem Haus befindet. Mabel und Randy beschließen, Dipper aber nicht mit der finsteren Ray alleine zu lassen und eilen zu Hilfe. Dipper versucht, Randy und Mabel dann erstmal aufzuhalten, damit Ray weiter an dem Artefakt arbeiten kann. Doch Mabel redet auf Dipper ein und Randy gesteht, dass sie über die letzten Monate Dipper sehr vermisst hat und nun, wo er ein wenig älter ist und sie ihn wieder gesehen hat, dass sie sich in ihn verliebt hat. Nach dem ganzen emotionalen Gelaber beschließt Dipper also, sich gegen Ray zu stellen und zusammen halten sie sie auf. Ja, und so ungefähr könnte ein Gravity Falls Film aussehen. Naja, oder vielleicht auch nicht. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr dazu haltet und was ihr für Ideen habt für einen Gravity Falls Film. Und abonniert mich, liked das Video. Ich habe übrigens jetzt auch einen Instagram-Account, der ist in der Beschreibung verlinkt. Folgt mir ruhig.
Und naja, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit hier. Haut rein, bis dann und tschüss.